In deinem ganzen Körper hast du über 650 Muskeln. Alleine in jedem Unterarm 19 Stück. Krass, oder? Und ich zeige dir heute, wie du deinen Muskelaufbau optimieren kannst für einen straffen, aber vor allem einen gesunden Körper. Und ich zeige dir direkt auch noch ein paar Basic-Ganzkörperübungen für zu Hause, ganz ohne Equipment, damit du direkt loslegen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Video. Wusstest du, dass sogar dein Herz ein großer Muskel ist? Dieser Aufbau ist aber etwas komplizierter als der deiner normalen Skelettmuskulatur. Diese Muskeln sind nämlich dafür da, dass du willkürlich Bewegungen ausführen kannst. Wenn wir uns so einen Skelettmuskel mal in der Mitte durchschneiden, dann sehen wir, dass er aus vielen Muskelfaserbündeln besteht, die wiederum einzelne Muskelfasern beinhalten. Und die bestehen aus sogenannten Myofibrillen. Die kleinste Untereinheit davon sind die Sarkomere. So ein Sarkomer besteht aus vielzähligen Strukturproteinen, ganz, ganz wichtig. Und du musst dir vorstellen, wenn diese einzelnen Filamente dann ineinander gleiten, dann entsteht eine Bewegung in deiner Muskulatur. Aber so viel erstmal genug Theorie zu deiner Muskelfunktion. Und neben dieser Skelettmuskulatur, die auch quergestreifte Muskulatur genannt wird, gibt es auch noch die glatte Muskulatur. Zum Beispiel in deinem Darm oder auch in deiner Gebärmutter, falls du eine hast. Nämlich hier für die unwillkürlichen Bewegungen. Denn du kannst ja nicht bewusst die Bewegung deines Darms steuern. Man kann die Muskulatur aber auch noch anders klassifizieren. Nämlich in die weißen und in die roten Muskelfasertypen. Die weißen Muskelfasertypen werden auch Fast-Twitch-Fasern genannt. Und die reagieren ganz schnell und kräftig und können eine kräftige Kontraktion hervorrufen, ermüden aber auch relativ schnell wieder. Die roten Muskelfasertypen, also die Slow-Twitch-Fasern, die reagieren deutlich langsamer auf die Reize, können aber die Kontraktion auch länger halten und ermüden dementsprechend langsamer. Nun ist aber die große Frage, wie kann ich meine Muskeln aufbauen, damit ich mich wieder stärker und kraftvoller fühle? Ganz einfach gesagt, da gibt es eigentlich zwei Zauberworte. Das erste ist Kalorienüberschuss. Denn Muskeln wachsen nur, wenn wir überschüssige Energie haben. Hier ist jetzt aber ganz wichtig anzumerken, dass du nicht zu viele Kalorien zu dir nehmen solltest, dass du jetzt super dick wirst. Auch das ist eine Methode im Sport. Man nennt das Ganze auch Massephase. Das heißt, man baut hier wirklich auch erstmal Fett plus Muskeln auf. Das ist natürlich aber ein sehr langwieriger Prozess, denn danach folgt dann auch eine sehr anstrengende Definitionsphase, wo das Fett dann wieder reduziert wird. Hier ist es also wichtig, eine richtige Balance zu finden. Du brauchst aber auf jeden Fall einen Kalorienüberschuss. Aber eine Sache möchte ich anmerken, es ist nicht egal, welche Kalorien du zu dir nimmst. Also du hast jetzt nicht die Erlaubnis von mir, dir einen Schokoriegel nach dem anderen reinzuschieben, damit du auf deinen Kalorienbedarf kommst. Nein, 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 es ist ganz, ganz wichtig, was du auf deinem Teller hast. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Das zweite Zauberwort ist nämlich hier Proteine. Denn Proteine sind die Aminosäuren und die sind ganz, ganz wichtig für den Aufbau von den Zellen in deinem Körper. Und sie sind auch der Baustoff für deine Muskulatur. Proteine bauen also deine Muskeln auf und erhalten sie. Aber was noch ganz wichtig ist, Proteine liefern dir ein gutes Sättigungsgefühl. Die DGE empfiehlt für Normalos, also Nicht-Sportler, 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn du jetzt aber Sport machen möchtest, Kraftsport und eben deine Muskeln aufbauen möchtest, dann solltest du mehr Proteine zu dir nehmen. Ich blende dir hier mal eine Tabelle ein, da kannst du dir gerne einen Screenshot machen. Je nachdem, in welche Kategorie du dich einordnest, daran kannst du dich dann orientieren. Wie schafft man es nun aber, genügend Proteine in die Ernährung zu integrieren? Glaub mir, das ist gar nicht so schwer. Natürlich kannst du deine Proteine über tierische Produkte zu dir nehmen, wie zum Beispiel Fleisch, wie Hähnchengeflügel oder auch Eier oder Magerquark. Ich persönlich bin aber ein großer Verfechter der pflanzenbasierten Ernährung, weshalb ich dir die Hülsenfrüchte ans Herz legen möchte. Es gibt so viele vegane Proteinquellen, seien es Linsen, Kichererbsen, grüne Bohnen, Kidneybohnen, Lupinen, Soja oder daraus Tempeh oder Tofu, Seitan, verschiedenste Nüsse, Samen und Kerne, aber auch Pseudogetreide wie zum Beispiel Amaranth und Quinoa. Wenn ich nur daran denke, leckerer Hummus, Linsendal oder auch ein Chili Sin Carne. Es gibt so, so viele leckere, vegane, proteinreiche Rezepte. Da muss man sich einfach mal ausprobieren. Und hier zeige ich dir mal ein Rezept, wie ich aus Kichererbsen Falafel zauber. Denn das ist ein Rezept, was aus meiner Küche gar nicht mehr wegzudenken ist.
Du kannst natürlich auch deinen Proteinbedarf über solche Proteinshakes decken. Aber das sollte nicht dein primäres Ziel sein. Versuch's lieber über die Ernährung. Wenn du jetzt aber Bodybuilder bist, dann kannst du natürlich zusätzlich auch noch solche Proteinshakes supplementieren. Aber glaub mir, das ist eigentlich gar nicht notwendig. Ein sehr beliebtes Proteinpulver ist das Whey, also das Molkenprotein. Es gibt aber natürlich auch pflanzliche Alternativen, wie zum Beispiel das Erbsenprotein, das Hanfprotein oder auch das Sojaprotein. Lisa, wie kriege ich einen straffen Fitnesskörper? Also ich würde dir da auf jeden Fall Kraftsport empfehlen. Am besten gehst du da wirklich ins Fitnessstudio als Anfänger an die Geräte und lass dich da richtig von einem Trainer mal einweisen. Denn hier hast du gerade zu Beginn die Sicherheit, dass du die Übungen korrekt ausführst und du hast vor allem die Möglichkeit, ganz einfach die Gewichte zu steigern. Denn das ist auch essentiell, wenn du Muskeln aufbauen möchtest. Wenn du jetzt aber sagst, nee, Fitnessstudio, das ist überhaupt nicht mein Ding, ist es gar kein Problem. Such dir eine Sportart, die dir auch Spaß bereitet, denn das sollte immer an erster Stelle stehen. Auch beim Radfahren oder beim Laufen kannst du wunderbar deine Po-Muskulatur und deine Beine definieren oder beim Schwimmen vor allem deinen Oberkörper. Ich bin ja persönlich ein großer Fan vom Yoga. Auch hier kann man wunderbar die Körperhaltung trainieren, aber eben auch den Körper straffen. Aber egal welche Sportart, damit deine Muskeln wachsen, musst du deinen Körper ein bisschen herausfordern und vor allem die Gewichte und die Schwierigkeitsgrade stetig erhöhen. Und ich zeige dir jetzt für den Anfang noch 7 einfache Übungen für deinen gesamten Körper. Kein Equipment notwendig, das heißt, du kannst direkt loslegen. Du solltest jede Übung 30 Sekunden durchhalten. Das kannst du natürlich mit der Zeit auch gerne steigern. Und versuch mal 3 Durchgänge zu schaffen. Insgesamt solltest du dafür ungefähr 15 Minuten brauchen. Zwischen jeder Runde kannst du dann eine kurze Pause machen. Aber versuch mal zwischen den einzelnen Übungen keine Pause zu machen. Los geht's! Diese kleine Dame wird uns heute übrigens in dem Video ab und zu mal begleiten, denn sie weicht mir nicht mehr von meiner Seite. Auch nicht beim Sport. Aber das ist keine Ausrede. Ne, Polly? Die erste Übung ist der Ausfallschritt und zwar ein bisschen abgewandelt. Du machst zunächst einen großen Schritt nach hinten, achte hierbei darauf, dass dein Knie immer schön in der Achse bleibt und dann gehst du auch mal gekreuzt nach hinten. Und hier wirst du direkt merken, dein Oberschenkel, aber auch deine Po-Muskulatur fängt ziemlich schnell an zu brennen und genau das wollen wir erreichen. Wenn du 30 Sekunden geschafft hast, dann einmal Seitenwechsel. Die nächste Übung ist die klassische Kniebeuge mit einem Twist. Du machst nämlich hier noch eine Bauchübung im Stehen, für die du viel Stabilität brauchst. Das heißt, du gehst einmal in die klassische Kniebeuge und wenn du nach oben gehst, dann versuchst du Ellenbogen und Knie diagonal zusammenzubringen und bleib schön stabil in deiner Körpermitte. Bei der nächsten Übung verspüre ich persönlich immer so eine Hassliebe, denn sie ist mega gut und super effektiv, aber auch ziemlich anstrengend. Deswegen zeige ich dir mal hier 2 verschiedene Optionen. Bei dieser Übung trainierst du vor allem deine Tiefenmuskulatur im Bauch- und Rückenbereich, aber natürlich auch deine Schultermuskulatur. Das wirst du relativ schnell merken. Entweder du machst das Ganze in der klassischen Plank-Position oder du setzt deine Knie am Boden ab, wenn es dir zu anstrengend sein sollte. Versuch da einfach deinen Weg zu finden. Und auch die nächste Übung ist wieder eine kombinierte Übung. Du siehst, ich versuche so viel wie möglich in dieses kleine Mini-Workout zu packen. Du startest im herabschauenden Hund und streckst dann dein Bein ganz gerade nach hinten oben. Und dann versuchst du mal kontrolliert das Knie zur Brust ranzuziehen und deinen Bauch dabei ganz fest zu machen. Ebenfalls wieder eine wunderbare Stützübung, die super gut für deine Schulter, deine Armmuskulatur ist, aber auch für deinen gesamten Rumpfbereich. Und eine Übung, die hätte ich fast vergessen, die schiebe ich jetzt noch schnell dazwischen. Wunder dich nicht, falls sich der Hintergrund verändert hat. Ich hatte eben das Setting schon komplett wieder abgebaut. Es geht um die Liegestütze, aber in der Anfängerversion. Ich persönlich, ich schaffe die klassische Liegestütze noch nicht und deswegen mache ich immer diese Anfängerversion, indem ich mich langsam runterlasse. Also sozusagen eine Negativliegestütze. Ich blende dir das hier einmal ein. Ganz wichtig dabei ist immer, dass du deine Ellenbogen schön nah am Körper hältst. Die nächste Übung ist eine wunderbare Bauchübung. Ich nenne sie immer Leg Drops, weil du sozusagen deine Beine fallen lässt.
aber ganz wichtig, natürlich kontrolliert. Und bei dieser Übung ist es immer ganz wichtig, dass du nicht ins Hohlkreuz fällst. Also wenn du manchmal auch Rückenprobleme hast, solltest du auf jeden Fall die Übung mit angewinkelten Beinen machen und vielleicht sogar deine Hände unter deinen Po legen, damit du etwas mehr Stabilität hast. Und hier dann einfach abwechselnd die Ferse zum Boden bringen. Du kannst das natürlich auch steigern und die Beine gleichzeitig nach unten bringen. Das erhöht den Hebel und natürlich auch das Gewicht. Und die letzte Übung, noch eine zum richtig Auspowern, nämlich die Burpees. Du kannst hier entweder die klassischen Burpees machen, richtig mit Springen, oder du startest am Anfang vielleicht und machst das Ganze einfach in Slow Motion. Finde auch hier einfach wieder deinen passenden Weg. Ich hoffe, ich konnte dich mit diesem kleinen Mini-Workout inspirieren und dir natürlich auch ein paar Tipps für deinen Muskelaufbau geben. Ich habe jetzt meine Sportklamotten schon an, deswegen mache ich das Workout jetzt auch einfach direkt im Anschluss. Ich hoffe, wir sehen uns auch nächste Woche Sonntag wieder hier im Bitterland. Bis dahin, bleib schön bitter und vor allem immer schön in Bewegung. Ciao!